بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, nur dass ihr euch nicht auf Facebook wundert, wir haben Probleme mit der Technik, deswegen kommt es so vor, als würde ich schreien. Aber ich muss schreien, sonst hören mich die Leute nicht. Tamam. Und inshallah ta'ala wollen wir heute mit einem neuen Propheten beginnen. Wir hatten in den letzten beiden Wochen uns mit dem Propheten Hud alayhi salam beschäftigt gehabt. Den Allah Ta'ala zu dem Volk der Aad gesandt hatte. Und der zu den sehr alten Propheten gehört. Welche tausende Jahre vor der Entsendung unseres Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gelebt hatten. Wahrscheinlich über 2000 Jahre vorher. Deren Geschichte jedoch den arabischen Völkern und Stämmen bekannt gewesen war. Und welche von Generation zu Generation tradiert, überliefert und weitergetragen wurde. Und heute sprechen wir insha'Allah ta'ala oder beginnen wir über einen weiteren Propheten zu sprechen. Und zwar einen Propheten, der ebenfalls zu einem arabischen Stamm, zu einem arabischen Volk, was eine auch große Zivilisation errichtet hatte, gesandt wurde. Und es handelt sich hierbei um das Volk der Thamud. Um das Volk der Thamud. Die Thamud, welche Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder auch im Koran erwähnt hat und deren Geschichte auch in mehreren, sowohl langen als auch kurzen Suren überliefert wird und kurz angeschnitten wird oder auch ausführlich angeschnitten wird. Eine Sure, die uns wahrscheinlich allen bekannt sein wird, ist Surat Ash-Shams. Surat Ash-Shams, die viele von uns auswendig können, wo Allah Ta'ala am Ende der Sura über die Kamelstute von Salih alayhi salam, welche dort als die Kamelstute Allahs bezeichnet wird, spricht und aufzeigt, wie dann auch das Ende und der Ausgang dieses Volkes gewesen ist. Und wir wollen uns heute insha'Allah Ta'ala erst einmal anschauen, wer sind überhaupt die Thamud gewesen? Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Salih alayhi salam zu den Thamud gesandt? Um dann insha'Allah ta'ala in der nächsten Woche darauf einzugehen, warum Allah ta'ala überhaupt eine Kamelstute für das Volk erschaffen hat. Und man sagt hier ganz klar erschaffen. Und was es auf sich hatte mit dieser Kamelstute und wie es dann auch zum Untergang dieses Volkes gekommen ist. Kommen wir zunächst erst einmal zu den Thamud, welche Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, an verschiedenen Stellen im Koran erwähnt hat und welche im Koran auch als die Leute des Hijr bezeichnet werden. Als die Leute des Hijr bezeichnet werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt unter anderem, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Und die Bewohner von Al-Hijr bezichtigten die Gesandten der Lüge. Und Al-Hijr ist ein Ort, der sich im Norden der arabischen Halbinsel befindet. Zwischen Medina und Tabuk. Zwischen Medina und Tabuk. Tabuk liegt weiter im Norden und Medina so in der Mitte der arabischen Halbinsel, nördlich von Mekka, 400 Kilometer. Und heute bekannt unter dem Namen Mada'in Salih. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Mada'in Salih. Ich habe leider keine PowerPoint-Präsentation. Vielleicht, weiß ich, kann man hier überhaupt, ja, haben wir ja schon mal gemacht. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nächstes Mal ein paar Bilder zeigen. Weil, subhanallah, man kann die Überreste dieser Stadt oder dieser Kultur, die Zivilisation immer noch heute als Tourist bestaunen. Und zwar handelt es sich um Menschen, welche
aus Felsen Wohnstätten gemeißelt haben. Das ist unglaublich. Könnt ihr mal wirklich im Internet nachschauen. Es sieht unglaublich aus. Ja, so richtiges Wunder. Ja, sie haben wirklich riesen Felsen genommen und haben darin ihre Wohnstätten errichtet. Hunderte von Felsen, welche sie umgewandelt haben in Wohnstätten. Und ihre Zivilisation ist so groß gewesen, dass es um die 500.000 Menschen gegeben hat, die zu dieser Zeit gelebt hatten. Um 500.000 Menschen für die damalige Zeit, das ist unglaublich viel. Das ist eine Riesenstadt. Ja, also es ist wirklich riesig für die damaligen Verhältnisse. 500.000 ist wie heute, weiß ich nicht, keine Ahnung, Peking oder also diese Riesenstädte, die wir haben. Also es ging bei den Vermut wirklich um eine gewaltige Zivilisation. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch immer wieder über die Dinge, welche er den Vermut gegeben hat. Und zeigt auf, mit welchen Gnaden er sie überhäuft hat. Und wir haben hier verschiedene Stellen im Koran. Und eine Stelle ist die Stelle in der Sura Hud alayhi salam, wo Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht, was die Thamud alles gemacht haben. Und zwar sagt Allah ta'ala, und ich zitiere auch gleich diesen ersten Vers in diesem Abschnitt. Kann man mich hören hinten? Könnt ihr mich hören, Schwestern? Tamam. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Und wir sandten zu Thamud ihrem Bruder Salih. قَالَ يَا قَوْمْ اِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Er sagte, oh mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. قَدَ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. Darauf kommen wir natürlich noch ausführlich zu sprechen. Das wird hier vorweggenommen in dieser Sura. هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ. Dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. So lasst sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe. Und jetzt erinnert sie Salih alayhi salam an all die Gnaden und Gaben, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sie überhäuft hat. Und daran erkennen wir, wie weit sie gewesen sind und wie fortschrittlich sie gewesen sind in ihrer Zivilisation. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. Und gedenkt, als er euch zu Nachfolgern nach den Aad machte. Das ist das Erste. Sie kamen ja nach Aad. Die Aad waren wo auf der arabischen Halbinsel gewesen? Könnt ihr euch erinnern? Wo waren die Aad gewesen? Im Süden, genau. Also im heutigen Oman, Jemen, Hadramaut. Und sie, subhanallah, haben sie abgelöst. Hunderte Jahre später haben sie sie abgelöst. Und das ist an sich eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie es geschafft haben, eine Hochzivilisation zu gründen, zu errichten. Und das ist immer so mit den Mächten. Es kommt eine Macht und dann wird sie irgendwann einmal abgelöst. Und wir hatten auch schon gesagt gehabt, das sehen wir gerade momentan. Ja, momentan können wir das selbst beobachten, ja, wie sich die Machtverhältnisse verändern. Und wo eine Kultur, die jahrhundertelang den größten Einfluss auf der Welt hatte, so langsam an Einfluss verliert. Und Allahu a'lam, wie lange dieser Einfluss noch wirklich währen wird. Ob nicht schon wir vielleicht sogar in unserer Generation, wir selbst, die jetzt noch leben, miterleben können, wie eine neue Supermacht entsteht. Eine neue Kultur, eine neue Zivilisation, welche die Welt beeinflussen wird. Wir wissen es nicht, wie lange das dauern kann. Das zeigt nochmal, ja, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und diese Tage, wir wechseln sie unter den Menschen ab. Und das ist nochmal etwas ganz Wichtiges für uns auch. Das gibt uns auch Hoffnung. Wir sehen momentan die Muslime rückständig. Die meisten muslimischen Länder, oder? Immer, wenn es um muslimische Länder geht, haben wir das Gefühl, ja, die sind zwar schön und alles, es ist unsere Heimat und geht da gerne Urlaub machen, aber irgendwie kommt man nicht wirklich voran. Wenige Ausnahmen vielleicht, mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Aber so im Großen und Ganzen, gerade auch die arabische Welt als Ganzes, die arabische Welt, die ja auch der Kern der islamischen Welt ist. Was nicht heißt, dass sie die einzigen Muslime sind, ganz im Gegenteil. Ja? Also es gibt mehr nicht-arabische Muslime als arabische Muslime, das ist nochmal ein anderes Thema.
Aber sie sind ja der Kern der arabischen, der islamischen Welt, der Kern. Dort ist ja auch der Islam entstanden und hat sich verbreitet in alle Himmelsrichtungen. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, so, subhanallah, kann sich das jemals ändern? Ja, das kann sich ändern. Das kann sich ändern. Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Und es gibt leider manche Muslime, die glauben, das wird sich niemals ändern. Und das Problem liegt im Islam selbst. Und deswegen gibt es viele Muslime, die sich abwenden vom Islam. Und welche glauben, der einzige Erfolg für uns Muslime liegt darin, dass wir alles ablehnen, was wir in unserem Turath hatten. Turath ist das Erbe. Und deswegen findest du immer wieder Leute, die kommen, die gut reden können, schön reden können und sagen, ja, wir müssen das alles über Bord werfen, weil das ist wie ein Stein an unserem Bein gekettet, der uns hindert, voranzukommen. Aber sie vergessen eine Sache. Was war es denn gewesen, was die Araber überhaupt zu dem gemacht sind, was sie sind? Was war es denn gewesen, was die arabische Sprache zu einer Weltsprache gemacht hat, sodass sie heute eine von 6 Sprachen ist in der UNO, die anerkannt sind? Was war es denn gewesen, was aus einem kleinen arabischen Volk auf der arabischen Halbinsel eine riesige Zivilisation gemacht hat, welche die gesamte Welt beeinflusst hat, ohne die heutige Welt nicht denkbar wäre? Die ganzen Fortschritte, die wir heute haben, wären nicht denkbar gewesen ohne den Islam. Es war der Islam gewesen. Und es war das, dass sie am Islam festgehalten haben. Natürlich gibt es verkrustete Strukturen, die wir heutzutage haben. Natürlich gibt es viele Dinge, viele Traditionen, die uns hindern, Fortschritte zu machen. Aber die Lösung liegt nicht darin, dass wir uns vom Islam trennen. Sondern die Lösung liegt darin, dass wir zum Islam zurückkehren. Und zwar wahrhaftig zurückkehren. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich hindert. Dass wir versuchen, andere zu imitieren und glauben, darin liegt der Erfolg. Aber wenn du imitierst, du bleibst immer nur die Kopie. Du bist niemals das Original, oder? Ist doch so, oder? Ja? Wenn du imitierst, China-Ware. Mal ganz ehrlich, China-Ware. Ja, ist zwar schön billig, aber ist immer was? Ist immer eine Kopie. Es ist nie das Original. Und viele sind bereit, für das Original mehr zu zahlen als für die China-Ware. Weil man ganz genau weiß, dass das wert länger. Das ist besser. Und unser Problem ist heutzutage, wir versuchen zu kopieren. Und glauben, dass sie dadurch zum Erfolg kommen. Und zwar 1:1 kopieren. Und in der Regel kopieren wir nur das Schlechte und lassen das Gute beiseite. Sachen wie Meinungsfreiheit, ja, auch demokratische Strukturen, dass wir mitreden können. Mit Demokratie meine ich jetzt nicht den Säkularismus, das ist ein großer Unterschied, müssen wir unterscheiden. Sondern demokratische Strukturen, dass wir mitbestimmen können, wer uns regiert, ja. Dass es keine Unterdrückung gibt, etc. Das lassen wir beiseite, das ist nicht gut. Ja? Das brauchen wir nicht. Was brauchen wir aber? Facet. Ja, nackte Frauen, Alkohol, Sinner. Ja, das ist gut. Ja, das brauchen wir. Und das ist dann der Fortschritt, angebliche Fortschritt. Was für ein Fortschritt. Ich meine, mal ganz ehrlich. Alhamdulillah, wir können stolz sein auf unseren Turath, auf unser Erbe. Schaut mal, wie viele Jahrhunderte die Muslime danach gelebt haben. Bis zum Zerfall des Osmanischen Reiches. Das sind fast 1300 Jahre gewesen, wo die Muslime an der Scharia festgehalten haben. Hat es ihnen geschadet? Nein, im Gegenteil. Sie haben eine der größten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte hervorgebracht. Es hat ihnen nicht geschadet, subhanallah. Es hat sich bewährt, 1300 Jahre. Stell dir das mal vor. Nennt mir mal ein Gesetz, was 1300 Jahre angehalten hat. Gibt es nicht. Und das zeigt, ja, nochmal ganz, ganz wichtig, ja, das ist ein Exkurs, entschuldigt bitte. Ja, ich verliere mich manchmal so ein bisschen in diesem Thema, aber es ist unglaublich wichtig. Und diese Tage, die wechseln wir ab unter den Menschen. Ja, heute sind wir vielleicht als Muslime in vielerlei Hinsicht rückständig, schwach, aber das kann sich wieder ändern. Und das sehen wir, subhanallah, ja, auch an der Geschichte von Salih und Hud. Ja, oder den beiden Völkern, Aad und Thamud. Das eine wurde abgelöst durch das andere. Und jetzt haben wir die Thamud. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, was er ihnen alles gegeben hat an Gnaden. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Und gedenkt, als er euch zu Nachfolgern nach den Aad machte und euch auf der Erde Städten zuwies, sodass ihr euch in ihrem Flachland Schlösser nahmt und die Berge zu Häusern aushautet. Also ihr habt
sozusagen in den Bergen, ja, dann Häuser gemeißelt. Und das ist unglaublich, wie das aussieht. Also diese Perfektion, müsst ihr mal nachschauen, inshallah ta'ala. Ja, Mada'in Salih, ja, ist wirklich unglaublich. Und gehört zum, im Übrigen auch zum, zum Weltkulturerbe. Also die Mada'in Salih, ja, und diese Städte gehören zum Weltkulturerbe. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, Häuser, wie lange halten Häuser heutzutage? Heutzutage, wenn wir Häuser bauen, ja? Nach, weiß ich, einem Jahrzehnt musst du schon wieder renovieren, weiß ich was. Wie alt sind deren Wohnstätten? Tausende Jahre alt. Wenn wir sagen, wann haben sie ungefähr gelebt? Zwischen 1800 und 1600 vor Christus. Das heißt, wie viele Jahre sind das jetzt mittlerweile? Ja? Über 3500 Jahre. Und die sind immer noch so da, wie sie sind. Subhanallah. Welches Haus hält 3500 Jahre? Was ist das für ein Haus? Ja? Unglaublich. Wie stabil, wie fortschrittlich sie gewesen sind. Dass sie Häuser bauen, die bis heute immer noch eins zu eins so dastehen. Das ist nicht zu vergleichen mit den Häusern, die wir heutzutage haben. Obwohl wir den Fortschritt haben. Welches Haus gibt dir eine Garantie, dass du 3500 Jahre darin wohnen kannst? Ja, zeig mir mal dieses Haus heutzutage. Ja, gibt es nicht, subhanallah. Und das zeigt nochmal, was Allah subhanahu wa ta'ala alles ihnen gegeben hat und was sie für Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten haben. Aber was haben sie gemacht? Sie haben nicht der Gnaden Allahs gedankt. Sie haben sich nicht daran erinnert, sondern sie haben dieselben Fehler gemacht, wie schon zuvor die Aad. Und deswegen, was sagt Salih alayhi salam zu ihnen? Er sagt, فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ Gedenkt also der Wohltaten Allahs. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, meine lieben Geschwister im Islam. Der Mensch, er soll lernen von den anderen. Schau dir immer diejenigen an, die vor dir gelebt haben. Und lerne aus ihren Biografien. Lerne aus dem Leben der Menschen, die vor dir waren. Lerne von dem Leben der Menschen, die älter sind. Leider, die meisten Menschen machen immer dieselben Fehler, dass sie eben nicht daraus lernen. Sie denken, ich bin anders. Nein, du bist nicht anders. Subhanallah. Das ist die Sunnatullah. Das ist die Gesetzmäßigkeit Allahs. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا Du wirst für die Gesetzmäßigkeit Allahs keine Veränderung finden. Unmöglich. Geht nicht. Und deswegen, warum lerne ich nicht von denjenigen, die vor mir gelebt haben oder die etwas älter sind als ich? Die mir eine Nasiha geben und sagen, guck mal, ich habe damals auch denselben Fehler gemacht. Mach es anders. Mach es anders, mach es besser, als ich es gemacht habe. Leider, die meisten Menschen profitieren nicht davon und machen dieselben Fehler. Und das an sich ist schon der größte Fehler überhaupt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über den Propheten Salih alayhi salam. Und er zeigt uns in einer Ayah auf, dass Salih alayhi salam jemand war, der schon zuvor ähnlich wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliebt war unter seinem Volk, anerkannt gewesen war. Er war bekannt gewesen für seine Vertrauenswürdigkeit. Er war bekannt gewesen für seine Ehrlichkeit. Das wird jetzt so explizit in diesen Eigenschaften nicht erwähnt im Koran. Aber es wird Folgendes gesagt, und zwar, dass Salih alaihi salam jemand war, den die Menschen gemocht haben. قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا Du warst jemand, den, auf den man Hoffnung setzte. O Salih, du warst zuvor unter uns einer, auf den man Hoffnung setzte. Das heißt von außergewöhnlicher Intelligenz und von außergewöhnlichem Charakter. Und so sind die Propheten. Die Propheten sind Menschen, die Allah Ta'ala auf das Prophetentum vorbereitet. Wie hat Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam auf das Prophetentum vorbereitet? Wie hat er ihn darauf vorbereitet? Frage. Dürft ihr gerne beantworten. Als Schafshüter. Ja.
als Schafshütte, also es gab mehrere Phasen in seinem Leben, aber es gab eine ganz konkrete Vorbereitung auch. Schon ein fast chirurgischer Eingriff. Ja. Als die Engel seine Brust aufgetan. Genau, als die Engel seine Brust aufgetan haben, das Herz herausgenommen haben und es gewaschen haben und gesagt, einen Teil abgeschnitten haben und gesagt haben, das ist der Anteil des Shaitans. Und Allah Ta'ala ihn bewahrt hat, sodass er von Kind auf an ein vorbildlicher Mensch war. Sodass niemand ihm vorwerfen konnte im Nachhinein, guck mal, wie du vorher warst. Vorher warst du, weiß ich nicht, ein Abu Lahab und jetzt bist du plötzlich ein Engel oder wie. Die Menschen vertrauen solchen Menschen nicht. Das ist wirklich so, subhanallah. Die Menschen vertrauen in der Regel solchen Menschen nicht. Was nicht heißt, dass man sich als Mensch nicht ändern kann. Aber um dann wirklich von den Menschen anerkannt zu werden, dass die Menschen dir wirklich vertrauen und dir auch vertrauen daran, dass du wirklich ein Gesandter Gottes bist, musst du ein tadelloser Mensch sein. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, wie wichtig es ist, dass ich als Muslim versuche, ein Vorbild zu sein in meinem Verhalten. Weil sonst werden die Menschen mir nicht zuhören. Wie sollen die Menschen auch einem Menschen zuhören, der lügt, der betrügt, der schlecht handelt und dann aber sagt, glaubt an Allah, der Islam ist die wahre Religion. Der Islam, er ruft die Menschen zu gutem Charakter auf. Und dann sagen sie, ja, guck dir doch mal deinen Charakter an. Du lädst uns zu etwas ein, was du selbst nicht praktizierst. Funktioniert nicht. Und deshalb ist die wichtigste, die auch wirklich wichtigste Voraussetzung dafür, damit ich erfolgreich sein kann in der Verkündung der Botschaft des Islams, dass ich mit einem guten Charakter vorausgehe. Ich habe heute ein sehr interessantes Video gesehen auf Arabisch zu der Entstehung des Islam in Tschetschenien. Haben wir Tschetschenen unter uns hier? Gibt es jemanden, der aus Tschetschenien stammt oder aus Dagestan oder aus dieser Region? Nein. Und subhanallah, was ich nicht wusste ist, der Islam ist in Tschetschenien schon sehr früh gewesen, also um 600, also kurz nachdem der Islam sozusagen nicht ausgegangen. Und wie ist er entstanden dort? Durch muslimische Händler. Muslimische Händler, die einen guten Charakter hatten, die durch ihre Ehrlichkeit überzeugt haben. Und die Menschen sind allesamt zum Islam übergetreten. Und bis heute sind sie Muslime, subhanallah. Und halten an ihrem Iman fest. Und halten an ihrem Islam fest. Obwohl sie Teil der Sowjetunion gewesen waren, wo der Kommunismus versucht hat, die Menschen vom Glauben abzubringen. Und subhanallah, ja, die Muslime sind immer noch Muslime. Und sie haben es nicht geschafft, sie vom Islam. Guck mal, wie tief verwurzelt der Islam ist. Und das allein durch die Da'wah. Weil die Menschen einen guten Charakter hatten. Ebenso Indonesien. Ja, dann ganze Region in Zentralafrika, Südafrika. Der Islam hat sich, da war nie eine islamische Armee gewesen. Nie eine muslimische Armee. Sondern er hat sich nur verbreitet durch den guten Charakter. Und das, was damals war, kann auch heute sein. Seid euch dessen sicher. Wallahi, wenn wir die Menschen gut behandeln, wenn wir gut zu ihnen sind, die Menschen werden offen sein. Und ihre Herzen werden sich öffnen. Vielleicht werden sich alle Muslime. Aber ihr Blick auf den Islam wird sich ändern. Und auf jeden Fall, Salih alayhi salam war genau so gewesen. Oh Salih, du warst zuvor unter uns. Einer, auf den man Hoffnung setzte. Wir haben dich gemocht. Du warst ein Vorbild gewesen. Und jetzt forderst du von uns so etwas, nämlich, dass wir vom Götzendienst ablassen und von dem, was unsere Vorväter getan haben. Etenhana al-na'buda ma ya'budu aba'una wa innana lafi shak. Willst du uns denn verbieten, dem zu dienen, dem unsere Väter dienen? Wir sind fürwahr über das, wozu du uns aufrufst, in einem starken Zweifel. Und hier noch einmal ganz klar und deutlich. Was ist die Grundbotschaft aller Propheten gewesen? Von Adam alayhi salam bis zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Was wir in jeder Geschichte finden, von allen Propheten immer eine Botschaft, die Hauptbotschaft. Und das ist welche? Tauhid. Der Tauhid. Der Glaube an einen Gott. Und dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala allein zuwenden sollen. Und ihm niemand anderes beigesellen sollen. Die Völker haben noch andere Sünden begangen. Neben den Sünden, ja, die sie begangen haben, ist aber immer was im Vordergrund der Tauhid. Und deswegen, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala
Er sagt dann in Surat Hud, in der Aya davor, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَ. Und wir sandten zu Thamud ihrem Bruder Salih. قَالَ يَا قَوْمْ اُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. Wieder der Tauhid. Er sagte, oh mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Und jetzt, ja, wird dann nochmal sozusagen erwähnt, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen für Gaben gegeben hat, ihnen an Gaben gegeben hat. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. So bittet ihn um Vergebung hierauf bereut vor ihm. Mein Herr ist nahe und erhört die Gebete. Der Tauhid, ja, er steht im Vordergrund. Und das ist das, was Salih alayhi salam dann auch von ihnen verlangt hat. Aber sie wollten auf Salih nicht hören. Und sie haben sich über ihn lustig gemacht. Und sie haben alles getan, um seine Botschaft zu verhindern unter dem Volk. Salih alayhi salam, er hat die doch nicht aufgegeben, sondern er hat immer weitergemacht. Und er hat all ihre Argumente entkräftet. Qala ya qawmi, ara'aytum in kuntu ala bayinati min rabbi. Er sagte, oh mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einem klaren Beweis vor meinem Herrn stütze? وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً. Und er mir Barmherzigkeit von sich hat zukommen lassen. فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. Wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich mich ihm widersetze? فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. Ihr würdet mich nur meinem Verlust mehren. Ihr würdet mir nur meinen Verlust mehren. Also, sie haben versucht, mit allen Mitteln Salih alayhi salam abzuhalten, aber er ließ nicht davon ab. Er machte es genauso, wie der Prophet sallallahu alayhi wa sallam getan hatte. Sie haben ihm alles angeboten. Sie haben ihn versucht zu überreden. Aber er sagte sallallahu alayhi wa sallam nur, ja, am, oh mein Onkel, als Abu Talib zu ihm kam und ihm sagte, dein Volk bietet dir an, dich zum reichsten Mann zu machen, zum, weiß ich nicht, dir jede Frau zu geben, die du haben möchtest, dich zum mächtigsten Mann zu machen. Und er sagte, ja, am, oh mein Onkel, wallahi la wada'u shamsa fi yamini, bei Allah würden sie die Sonne in meine Rechte legen, wal qamara fi yasari, und den Mond in meine Linke, ala an atruka hadha al-amr, damit ich von dieser Sache ablasse. Ma taraktuhu abada. Würde ich niemals davon ablassen. Hatta yudhirahu Allah. Bis Allah Ta'ala es zum Vorschein kommen lässt. Au ahlika tuna. Oder ich dann vorher zugrunde gehen werde. Er blieb standhaft. Aber das Volk, es ließ auch nicht davon ab. Sondern sie wollten unbedingt ein Zeichen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und Salih war ein Prophet gewesen, genauso wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der nur das Beste für sein Volk wollte. Aber er wusste auch um die Gefahr. Er wusste ganz genau, wenn ein Zeichen von Allah kommen sollte und sie es dann ablehnen sollten, was würde das für eine Konsequenz haben? Wenn sie trotzdem nicht glauben, trotz dieses Zeichens, was würde das für eine Konsequenz haben? Das Höllenfeuer. Nicht nur das Höllenfeuer, sondern schon die Strafe in der Dunya. Schon die Strafe in der Dunya. Aber sie haben darauf gepocht. Und Salih alayhi salam, er dachte, wenn sie dieses Zeichen, dieses Wunder sehen, über das wir inshallah ta'ala sprechen werden, dann werden sie glauben. Dann werden sie glauben. Aber es sollte leider anders kommen. Das Wunder ist die Kamelstute. Was es mit dieser Kamelstute auf sich hat. Und wie sie dann plötzlich aus einem Felsbrocken hervorkam und wie Allah Ta'ala die Vermuter mit dieser Kamelstute prüfte und sie am Ende dann ein schweres Verbrechen begangen haben, das werden wir insha'Allah Ta'ala dann in der nächsten Woche besprechen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr.